Hallo und herzlich willkommen zum Power Pilates. Ich bin Tina und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Heute kräftigen wir wieder deinen ganzen Körper. Wir machen etwas für deine Beine, für deine Bauchmuskeln, für deine Rückenmuskeln. Ja, ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Viel Spaß bei den Übungen. Los geht's! Wir starten mit einer kleinen Aufwärmung, Füße hüftschmal geöffnet, Schultern weit weg von den Ohren ziehen, Kinn ranziehen, lange Halswirbelsäule. Einatmen über die Seite, ausatmen, tiefe Vorbeuge, Hände berühren den Boden, Scheitel zeigt Richtung Boden und dann langsam Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Schultern tief ziehen, Oberkörper aufrichten, noch einmal einatmen über die Seite, ausatmen, tiefe Vorbeuge. Und langsam Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Schultern tief ziehen, Oberkörper aufrichten. Locker die Fußspitze nach vorne nehmen. Arme nehmen wir dazu. Und dann das Gleiche nach hinten. Oberkörper geht so ein bisschen in die Vorlage. Ja, ich zeige es euch mal von der Diagonale. Genau, einmal noch und dann gehen wir mit den Schritten etwas weiter zurück. Rück, genau, und noch ein Stückchen weiter in die Ausfallschritte. Rück, rück, ja. Arme nehmen wir dazu. Viermal. Und lösen, Hände stützen, Oberkörper rund. Gerade ziehen. Nochmal rund. Und gerade. Und rund. Langsam Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Schultern tief ziehen, Oberkörper aufrichten. Ihr braucht Platz nach vorne. Atmet einmal über die Seite ein. Atmet einmal aus in die tiefe Vorbeuge. Langsam nach vorne rollen. Halten Moment im Pilates V. Fersen im Wechsel nach unten schieben. Super. Und von hier aus einmal ins Pilates Brett. Schulter tief ziehen, Beine im Wechsel gehen. Und wieder zurück ins Pilates V. Hände wandern zu den Füßen. Langsam Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Schulter tief ziehen, Oberkörper aufrichten. Gut, ich hoffe, ihr seid ein bisschen warm geworden. Wir starten mit der ersten Übung. Bauchnabel nach innen. Beckenbodenmuskeln aktivieren und wir gehen nochmal in die Ausfallschritte. Bleib auf dem rechten Bein. Rechts geht zurück. Und dann hinten das Knie richtig beugen und wieder ran. Beugen, ran. Ja. Sehr gut. Und dann schiebt das Knie nach oben. Ja. Wir gehen tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Spannung im Powerhouse bleibt. Oberkörper ist aufrecht. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt noch einen kleinen Sprung dazu nehmen. Und 4, 1, Achtung, oben halten, Schulter tief ziehen, Powerhouse ist fest, Arme sind hier, schieb den Oberkörper in die Seite und wieder ran. Super, einmal noch. Löst deine Arme, hinten wieder das Bein nach unten, Knie tief schieben und dann bleib einmal hier unten. Genau. Spür nochmal, wie deine Beine arbeiten. Arme sind hier.
Und Endspurt nur halten und den Oberkörper dagegen drehen. Zum vorderen Knie, das heißt zum linken, zur linken Seite. Super, hinten das Knie noch ein bisschen beugen. Spüren, wie die Beine arbeiten, wie dein Rücken arbeitet. Schulter tief ziehen, Powerhouse fest. Und zurück zur Mitte. Hände stützen, Oberkörper rund. Gerade ziehen, nochmal rund. Und gerade rund. Langsam Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Schulter tief ziehen, Oberkörper aufrichten. Ausfallschritte rückwärts. Bleiben auf dem linken Bein. Hinten das Knie tief und nach vorne nach oben ziehen. Hinten tief und oben nach oben ziehen. Wenn du möchtest, mit Sprung. Tief, Sprung, tief, Sprung. Super. Acht. Nicht ganz so viel Platz. Sieben. Einer. Oben halten, Arme sind hier, Oberkörper zieht in die Seite. Und dann das Bein wieder nach hinten. Unten halten, Endspurt für die Beine. Sehr gut. Arme dazu. Wer kann noch ein bisschen tiefer, die Beine noch ein bisschen mehr arbeiten müssen. Ja, und dann unten halten. Oberkörper dreht. Wenn du kannst, 2-3 cm nach unten schieben. Schulter tief ziehen, Oberkörper aufrichten, Spannung im Powerhouse fest. Gut, zurück zur Mitte, Hände stützen, Oberkörper rund und gerade ziehen, rund und gerade und rund, langsam Wirbel für Wirbel nach oben rollen, Schulter tief ziehen. Oberkörper aufrichten. Wir brauchen wieder den Platz nach vorne. Spannung im Powerhouse aufbauen. Einatmen über die Seite. Ausatmen tief. Wander einmal nach vorne ins Brett. Wenn du möchtest, kannst du auf den Knien arbeiten. Ist ein bisschen leichter. Ansonsten bleib hier. Ellenbogen eng, langsam tief. Oberkörper ablegen. Streck Arme und Beine nach oben. Fingerspitzen schieben in die Diagonale, Fußspitzen schieben in die Diagonale. Versuchen ein Stückchen nach oben zu kommen. Powerhouse bleibt fest. Stütz dich wieder auf und komm nach oben ins Brett. Und nochmal, wir gehen. Tief und Zug und wieder ran und nach oben kommen. Etwas leichter, arbeite auf den Knien und schieb dich einfach nach oben in den Vierfüßlerstand. Das ist auch völlig in Ordnung. Super, letzte Runde. Unten halten, kleine schnelle Bewegung mit den Armen. Diagonal im Wechsel, Spannung im Powerhouse halten, Atmen fließen lassen. Sehr gut, und dann lösen, stütz dich ab, komm nach oben, schieb beide Beine nach vorne, Endspurt. Schulter tief ziehen, Oberkörper aufrichten,
Spannung im Powerhouse halten, beide Beine nach oben nehmen, die Arme sind hier, einatmen und mit dem Ausatmen beide Beine in die Streckung. Etwas leichter beide Beine aufstellen und hier im Wechsel arbeiten. Gut, letzte Kräftigungsübung. Auf geht's. Acht mehr. Vier. Einer noch oben halten. Endspurt. Jawohl, dabei bleiben. Spüren, wie die Bauchmuskeln arbeiten. Allerletzten vier. Gleich geschafft. Drei. Zwei. Und lösen. Genau. Komm nach vorne in die Dehnung. Die Hände fassen so weit wie möglich vorn. Wer kann, von unten an die Füße. Und richte dich auf. Kreuz das Bein. Die gegenüberliegende Hand schiebt zur Seite. Und wechseln zur anderen Seite. Komm in den Schneidersitz, einmal die Arme weit nach vorne schieben und weit nach hinten öffnen. Und genießen. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und wenn ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst oder mir einen Kommentar hinterlässt. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch riesig, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du das nächste Video nicht verpasst. Bis dann, deine Tina.